Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4 und der Topmodel Challenge. Ja, wir sind hier in der Nacht, noch von der letzten Folge. Und wir werden jetzt mal gucken, dass die Mädels alle schlafen gehen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, damit ich nämlich den Shooting-Raum wieder ein bisschen einstellen kann und dekorieren kann. Denn wir haben heute eine Entscheidungssendung und eine wird heute rausfliegen. Und deswegen gibt es heute, wie immer, ein neues Fotoshooting. Ich glaube, die anderen gehen schon alle wunderbar schlafen. Letztes Mal war ja das Thema Kleinkinder, beziehungsweise Kinderzimmer. Und heute wird das Thema sein Back to Black. Das heißt, ich werde alles so ein bisschen hübsch schwarz machen und mal gucken, ob das alles schön aussieht. So ein bisschen Back to Black halt, so Richtung Gothic vielleicht, so Rock'n'Roll oder sowas. Das finde ich halt immer ganz schön. Und da, ja, alle sind jetzt schlafen. Ist sie auch schlafen? Nee, sie ist okay. Oh Gott, die ist natürlich überhaupt nicht müde, die Alicia leider. Aber nicht so schlimm, lassen wir sie halt mal auf. Es ist ja auch erst, ja, es ist gleich erst eins, es geht. So, währenddessen werden wir nun erst einmal das Ganze hier bearbeiten. Back to Black, alles in Schwarz. So, erstmal alles entfernen, würde ich sagen. Oh Gott, habe ich hier viele Sticker das letzte Mal hingemacht. Ja, da müssen natürlich auch alle Sticker entfernt werden. Und ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich eventuell auch alles ein bisschen schwarz streichen kann. Ich weiß nicht, ob das geht, ob es schwarz drinne ist. Das werde ich gleich sehen. So, du musst weg, obwohl das sehr, sehr schön war hier. Die kleinen Teilchen müssen auch weg. Okay, fast alles erledigt. Das Bärchen noch weg und das letzte Stickerlein und die beiden Vorhänge. So, dann, ach ja, hier ist ja noch eine wunderschöne Lampe. Okay, dann haben wir das jetzt erstmal so. Und nun gucke ich mal, dass wir die Tapeten machen können. Wandmuster, es gibt auch ein Wandmuster. Ist natürlich auch nicht schlecht, ein Wandmuster. Das gucke ich mal. Aber nichts so richtig Besonderes, was passt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Moment, Fliesen, Paneele. Paneele sind natürlich auch nicht übel. Was haben wir hier? Verschiedenes. Ah, Mauerwerk. So, ein Mauerwerk. Eine Seite finde ich nämlich auch echt ziemlich, ziemlich schön. Backstein. Backstein. Backstein-Elite. Ah, warte mal. Hier gibt es doch... Ja, so eine Seite halt. Finde ich nämlich ganz schön eigentlich. Aber es ist nicht so das Richtige, was ich da haben möchte. Moment. Felsen. Felsen sind auch schön. Hier gibt es schwarz. Oh ja, perfekt. Die eine Seite wird dann einmal so schwarz gemacht. Sehr, sehr schön. Obwohl, wir könnten auch alle Seiten einfach schwarz machen. Halt das Zimmer. Komplett schwarz, finde ich, hat auf jeden Fall was. Obwohl, ich glaube, nee, eine Seite reicht wahrscheinlich, ne? Ich glaube doch, eine Seite reicht. Ich mache hier noch die Seite. Dann sieht das alles ganz hübsch aus. Und die andere Seite wird tapeziert. Farbe, Tapete. Ah, Mensch, Tapete süß. Das ist ja genau das Richtige, was ich da brauche. Zack, das hier auch noch. So, sehr schön. Sehr cool. Das ist sehr dunkel, ne? Ich glaube, dann müssen wir das Ganze hier einmal tapezieren. Sonst sieht das ein bisschen seltsam aus. Was ist das denn hier? Tapete Glockenturm. Ist ja auch interessant. Was es da nicht alles gibt? Machen wir das mit den Spinnen? Ja, komm, machen wir das mit den Spinnen. So, dann ist alles andere so gemacht. Und die eine Seite halt zum Kontrast so ein bisschen in Steinmuster. Das finde ich eigentlich ganz schön. Boah, ist das dunkel hier. Da müssen wir auf jeden Fall nachher ganz, ganz viel Licht reinmachen. So, jetzt brauchen wir noch einmal Teppiche. Teppiche wäre auch ganz zauberhaft. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Hier, was haben wir denn da? Gehört das zu Deko-Teppiche? Bestimmt. So. Teppich. Teppiche. Okay. Ach, hier haben wir Teppiche. So, was würde denn dazu passen? Ein ganz normaler schwarzer wäre halt ganz gut. Hier zum Beispiel, der ist auch direkt schwarz. Einfach nur zum Drunterstellen so ein bisschen. Das ist sehr schön. Okay. Obwohl, wir könnten auch einen roten Teppich nehmen. So als Kontrast dazu.
So, so ein bisschen schwarz-rot. Warte mal, dann muss der noch ein bisschen zur Seite. So, ist doch ganz schön. Das gefällt mir. Okay, damit hätten wir den Boden schon. Ich würde aber trotzdem halt das Laminat hier in hell lassen, weil sonst wird es echt viel, viel zu dunkel wahrscheinlich. Was ist das denn hier? Das ist keine Plane. Ja, sehr schön, das ist keine Plane. Okay, Deko. Was gibt es denn da? Ah, warte, hier gibt es natürlich auch alles in schwarz so ein bisschen. Schwarze, das ist aber zu klein. Das ist zu klein. Es müssen schon ein bisschen größere Blumen sein. Guck mal hier, schwarz-weiß finde ich auch gut. Perfekter Blumenbüschel, aber auch sehr, sehr klein leider. Oh, kann damit hin, das ist nicht so schlimm. Okay, gibt es dich auch in dunkel? Oh ja, die gibt es auch in dunkel. Sehr schön. Dann machen wir doch glatt auf jeder Seite einmal so ein Blumenbuschen. Was ist das denn? Einsame Zypresse. Oh, einsame Zypresse ist sehr gut. Vielleicht sollte ich die lieber dahin machen. Oh, die ist zu groß. Ach, schade. Die ist zu groß. Die passt nicht rein. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Auch hier in schwarz. Oh, das finde ich auch sehr cool. Okay. Haben wir ein bisschen grün und rot drin, damit es nicht so ganz mega dunkel ist? Eine einzelne Rose. Okay. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Vorhang des Jahrhunderts. Ja, warum nicht ein paar Vorhänge hier machen? Da ist zwar kein Fenster, aber das ist ja egal. Sieht nämlich trotzdem schön aus, finde ich. Sehr gut. Schön in der Mitte platziert. Das sieht super aus. So, was gibt es denn da noch so Schönes? Oh ja, ein paar. Hier, der ist auch toll. So ein schwarzer Spiegel oder lieber so ein schwarzer Spiegel. Oder gibt es noch einen anderen? Ein Spiegel. Ein Blick und weg. Nee, ich finde den irgendwie schon ganz schön hier. Genau, so mit in, einfach so in die Mitte packen. Sieht super aus. Okay, damit haben wir sogar eine Seite dann fertig. Zumindest halb fertig. Hier muss ja auch noch ein bisschen Dings hin. Wie heißt das? Was hatte ich gesagt? Ich habe es schon wieder vergessen. Licht. Licht muss dahin, wollte ich sagen. So, hier gibt es auch noch ein paar Blumenranken. Die gibt es auch in Rot. Die sieht man aber so gar nicht dann, ne? Ja, die sieht man leider gar nicht. Obwohl die in Rot sind, würde ich nämlich hier so ein bisschen zum Ranken machen, weil ich das ganz schön finde. Ja, schade, dass man die nicht so richtig sieht. Das wäre noch richtig toll gewesen, wenn es so ein bisschen rötlich alles ist. Okay, was haben wir denn noch? Schwarz oder Rot? Beides ist gut. So, zum Thema Vampir gibt es wahrscheinlich da sehr, sehr viele. Passt natürlich auch zum Thema Vampir, was wir jetzt hier haben. Von daher ist auch das okay. Persönlicher Börsenticker, das brauchen wir nun nicht unbedingt. Irgendwas, was noch dazu passen könnte. Was ist das denn hier? Ach, Kochgeschirr. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig erkannt als Kochgeschirr. Okay, ich glaube, hier ist nicht so wirklich... Ah, man kann die auch in... Nee, schwarz sind die leider nicht. Die finde ich halt auch sehr schön. Passen jetzt aber gerade nicht so zum Thema. Aber Spinnenweben passen zum Thema. Bäm, dann machen wir da direkt auf der Seite mal... Oh, sogar so... Huh. Ja, sehr schön. Spinnenweben passen auf jeden Fall. Mehrere Löcher. Große Risse. Ah, große Risse passen nicht ganz so, ne? Ah, das ist nicht ganz so mega. Wandruine. Oh, das ist toll. Ich hoffe, da kann man trotzdem Bilder dann draufhängen. Anscheinend schon. Das ist gut. Gut zu wissen. So, haben wir noch irgendein paar Sticker oder sowas, was man gebrauchen kann? Das wäre so halt auch noch schön. Oder irgendein Bild, das super dazu passt. Zum Beispiel hier sowas. Ein Wandbrunnen. Oh ja, ein Wandbrunnen wäre auch, ist auch sehr toll. Das ist eine mega Idee. Wandbrunnen, was haben wir hier? Springbrunnen, Werwolf. Das passt ja noch besser. Aber ich kann tatsächlich... Ich kann das... wieso komme ich denn jetzt hier ganz woanders hin? Also manchmal diese Kamera... Ah ne, der ist zu hoch, ne? Schade. Der ist zu hoch, der passt da so nicht hin.
Das ist schade. Dann würde ich sonst... Siehst du, das geht nämlich doch nicht, wenn da dieser Wandriss ist. Dann müssen wir... Nee, machen wir den weg, den Wandriss. Oder einfach dahin. Das geht auch. So, dann haben wir nämlich zwei von diesen Brunnen. Kann das mal hier so bleiben? Also bitte. Zwei von diesen Brunnen, das ist auch schon mal schön. Jetzt bräuchte ich aber noch irgendwas Peppiges. Irgendwas Peppiges. Ich suche ein bisschen Pep. Pep, wo bist du? Ja, Spiegel habe ich halt hier noch ganz gute, die dazu passen würde. Ich habe aber auch keinen... Ah ja, der würde natürlich noch dazu passen. Oh, den finde ich gut. Okay, dann haben wir es ja eigentlich soweit schon. Finde ich irgendwie ziemlich cool geworden. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal gucken nach Lichtern. So, wo haben wir das? Beleuchtung. Was nehmen wir denn da? Oh ja, so eine schöne Kronleuchte an der Ecke. Das sieht bestimmt klasse aus. Haben wir dann passende hier? Das muss ich doch nochmal schauen. Es gibt tatsächlich keine richtig passenden zum Thema Vampir. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, dann nehmen wir welche, die dazu passen könnten, wie diese hier. Lichtbelästigung. Weil die passen echt gut. Können nur nicht überall hin, komischerweise. Die sehen aber richtig gut dazu aus. Warum passt denn das da nicht hin? Warte mal. Das kriegen wir noch hin. Da, ich hätte nämlich gerne drei. So, machen wir das erstmal so. Und dann muss der Spiegel bestimmt erstmal woanders hin. Sonst muss der Spiegel dann nochmal weg. So. Geht's, ja, jetzt geht's. Das habe ich mir doch gedacht. Das ist aber auch immer sehr komisch, ne? Manche Sachen brauchen so viel Platz. Es ist immer total ärgerlich irgendwie. Dann kommt er halt hier hin. Damit die Mädels sich vorher nochmal anschauen können. Das ist ja kein Problem. So, haben wir noch den passenden Kronleuchter dazu? Ja, haben wir natürlich. Machen wir auch wieder hier so rüber. Und dann ist das Ganze schon sehr schön beleuchtet. Das gefällt mir ganz gut bis jetzt. Wobei ich jetzt gerade glaube... Jetzt sieht man auch die roten Blumen ein bisschen. Aber nur so ganz, ganz leicht. Ich glaube, der rote Teppich muss weg. Teppich. Ich glaube, der rote Teppich muss weg. Der passt nämlich doch irgendwie nicht so ganz so, wie ich es haben möchte. Dann machen wir lieber noch eine andere Farbe. Vielleicht grün? Der ist wieder sehr grün. Oder so ein Gelb. Dann passt das nämlich zu dem Vorhang. So. Ja, das passt irgendwie ein bisschen besser, ne? Passt ein bisschen besser. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Dann passt sogar das Sofa dazu. Oh ja, das passt. Jetzt passt alles zusammen. Sehr cool. Okay, das hätten wir geschafft. Jetzt müssten wir einmal hier das Thema Hintergrund festlegen. Schwarz. Muss ja auch dazu passen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, die pennen jetzt erstmal alle und sie schicke ich jetzt auch mal ins Bett. Haben wir noch ein freies Bett, dass sie wenigstens noch mal ein bisschen schlafen kann? Wo sind denn die freien Betten? Wo schlafen die denn alle? Die Betten sind hier noch gar nicht benutzt. Schläft da? Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch schon so vieles rausgeworfen. Deswegen. Ach, ich bin ja blöd. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Morgen wieder, wenn alle fit sind und ausgeschlafen. Und dann geht's zum Fotoshooting. So, mittlerweile haben wir es sogar zum Mittag. Es ist Lunchtime. Die Mädels futtern nun erst einmal, bevor es losgeht zum Fotoshooting. Und natürlich müssen wir auch noch ein neues Outfit kreieren für die Mädels. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Es muss natürlich zum Thema passen. Das heißt, sie müssen sich alle so ein bisschen schwarz anziehen. Entweder Richtung Rock'n'Roll oder Gothic oder sowas. Ja, mal sehen, ob das was wird. Oh, hier muss ich noch einmal Zug machen. Ich musste nämlich zwischendurch noch mal ein paar Rechnungen nehmen. Alle Pinwand-Einträge löschen. Ja, die können erstmal gelöscht werden. Haben wir ja alles erledigt. So, Mädels, esst euch satt, damit es losgehen kann mit dem Umstyling. So, mal gucken. Ich weiß gar nicht, was es zu essen gibt. Das sieht halt sehr klein aus irgendwie. Aber auch irgendwie ganz lecker. Ja, es scheint ihnen auf jeden Fall zu schmecken. Gut, dann würde ich sagen, währenddessen die Mädels essen, werde ich sie schon mal positionieren zum Umziehen.
So, wo haben wir es denn? Nehmen wir noch einfach mal die Kommode. Outfits planen, Outfit ändern. Ach nee, ändern wir falsch. Halt, Moment. Outfits planen. So, schauen wir mal. Ich spule mal ein bisschen vor, damit das schneller geht. Da kommt sie schon. Jetzt wollen wir mal von allen das Outfit ändern. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ah. Okay. Und zwar wird es... machen wir Abendkleidung oder machen wir Alltagsoutfit? Ich glaube, wir machen Alltagsoutfit, weil da kann man ja eigentlich so ziemlich alles anziehen. Okay, bei ihr, da hatten wir schon mal so ein wunderschönes Kleid, weil sie passt irgendwie so Richtung Gothic ganz schön, muss ich sagen, mit ihren roten Haaren. Wobei wir halt auch die Haarfarbe heute ändern könnten. Hier, das ist sowas von perfekt. Wie sieht es denn in rot-schwarz aus? Das sieht natürlich noch besser aus, ne? Passt super zu ihren Haaren, deswegen würde ich das tatsächlich dafür auch nehmen. Ja, das sieht einfach super aus, kann man nichts anderes sagen. Okay, Tattoos brauchen wir nicht. Ich würde jetzt aber nochmal, das würde ich auch nicht verändern. Ich würde höchstens jetzt nochmal die Accessoires ändern, genau, und sowas zum Beispiel. Das sieht irgendwie ein bisschen schöner aus dazu. Das passt ganz gut, die andere Seite müsste aber auch noch... Sowas? Ja, das sieht auch ganz schön aus. Oder haben wir doch noch ein anderes Kleid? Moment, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Oh, das ist natürlich auch gut. So, ich glaube, so eins hatte sie halt sogar schon mal. Aber das passt zu ihr richtig mega gut. So, können wir jetzt nach und nach einfach gehen? Ja, das werden wir tun. So, Alltagsoutfit. Was passt denn zu ihr? Vielleicht bei ihr sogar so ein bisschen was, oder Overalls? Nee, die passt nicht so gut. Okay, Tops. Vielleicht gibt es irgendwie ein schönes Top. Das ist ja auch lustig. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, was nehmen wir denn da? Bei ihr würde ich das ein bisschen rockig vielleicht machen. Mal gucken, was ist da? Gibt es da irgendein schönes Top? Das Top sieht irgendwie ganz cool aus. Wenn wir da noch so eine richtig tolle Hose zu nehmen. Irgendwie eine richtig peppige Jeans. Ja, so richtig peppig ist das nicht, ne? Hier die schon eher und dann in schwarz. Ja, ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Da passt sogar das Armband irgendwie dazu. Oh, das finde ich sehr super. Wir werden auch gleich nochmal ihre Haare ändern. Denn auch das muss natürlich mal sein. Also mal gucken, was nehmen wir denn da für Schuhe? Ich würde vielleicht trotzdem bei etwas höheren bleiben. Ja, die passen aber irgendwie nicht so richtig dazu. Irgendwie nicht. Vielleicht doch eher solche? Gibt es denn da keine, die so ein bisschen Gothic-mäßig aussehen? Ja, die hier natürlich. Nee, das sieht irgendwie nicht ganz so schön aus. Die wäre noch zur Auswahl. Gefallen mir dazu aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so. Das ist ein bisschen schwierig, zu der Hose was Passendes zu finden. Das sieht halt auch ein bisschen seltsam aus. Die Hexenschuhe sehen auch komisch aus. Das ist alles nicht schwarz genug, muss ich sagen. Nee. Boah. Offene Schuhe? Sieht auch komisch aus. Bei flachen Schuhen eventuell. Ah, die könnte man dazu nehmen. Das sieht ganz okay aus. Ja, ich glaube, die passen einigermaßen gut dazu. So. Dann gucken wir bei den Haaren heute mal. Vielleicht einfach in schwarz einmal umändern. Oh mein Gott, damit sieht sie ja total anders aus, aber irgendwie ziemlich cool. Kann man auch noch Strähnchen und sowas hätte ich halt sehr gerne. Oder einfach mal ein bisschen voller die Haare. Oder ein bisschen länger. Man kann ja heutzutage alles ändern, wenn man möchte. Das sieht auch gut aus. Aber ihr Gesicht wird dadurch ein bisschen pummeliger, finde ich. Oh, das ist schwierig. Vielleicht behalten wir doch ihre ursprüngliche Frisur, weil das ein bisschen besser aussieht. Also finde ich zumindest. Oh, das sieht ganz gut aus. Einfach nur zurückgebunden und ein paar Extensions drin. Nehmen wir das dazu. Das sieht auch sehr gut aus zum Thema. So, nochmal einmal die gute Ellie anschauen. So, Alltag. Was gibt es denn da? Für sie vielleicht ein kurzes Kleid, das ein bisschen...
nach Rock'n'Roll aussieht. Oh mein Gott, sie ist so extrem dünn, dass manche Sachen bei ihr halt gar nicht so gut aussehen, leider. Okay, das ist auch nicht so wichtig. Gibt es sowas in Schwarz? Das würde schon gehen. Naja, es heißt ja Back to Black. So, dann haben wir noch... Ja, ich würde die vielleicht ausziehen, die Hosen. Wo sind die denn? Oh Gott, die Stiefel müssen erstmal weg. Obwohl? Die haben wir halt noch gar nicht gesehen, diese Glitzerstrumpfhose. Die sieht schon irgendwie nett aus. Wenn ich das so genau betrachte, ein paar Stiefelchen dazu, finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, muss ich sagen. Vielleicht wäre halt ein anderes Kleid dazu doch noch besser. Sowas? Ja, wobei die Hose dann halt nicht so toll ist irgendwie. Oh Gott, das sieht natürlich ein bisschen seltsam aus. Ah, gucke mal. Ja, das ist ein bisschen am Thema verfehlt. Oh, aber so ein Thema können wir natürlich auch nochmal machen. Aha, ja, das findet sie auch. Alles klar. Gut, Ellie. Gut zu wissen. Es passt irgendwie nicht so richtig, ne? Steht ihr auch nicht so wirklich. Das ist ganz schön. Das kann man machen. Hat halt einen mega tiefen Ausschnitt. Da müssen wir auf jeden Fall an den Haaren halt noch was machen. Weil die müssen auch ein bisschen dunkler sein. Wir müssen sie ja nicht ganz dunkel machen. Muss ja nicht sein. Machen wir dir so ein dunkles Braun und eine andere Frisur. Wie wäre es dann mit Extensions? Oder ein Pony dazu. Hat sie da eher einen Pferdeschwanz? Schwer mit dir. Oh, das passt ganz gut. Das sieht gut aus. Ist ein bisschen dunkler. Okay, man kann auch mal blonde Haare dazu machen. Ist ja auch alles so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig oder ein bisschen bunt. Ellie, was möchtest du denn gerne haben? Ja, sie weiß auch nicht so genau. Oder einfach mal peppig rot. Das passt auch zu ihr. Ich glaube, wir nehmen hier mal das Rote ausnahmsweise. Accessoires. Accessoires? Nee, ich hätte gerne erstmal die Halskette gehabt. Warte, müssen wir ja nochmal hier gucken. So, Kette. Vielleicht sollten wir die Kette einfach lassen. Weil die Kette passt irgendwie nicht so richtig dazu. Da würde halt so eine ganz lange Kette dazu passen, aber die haben wir leider nicht, weil es die nicht gibt. So, passenden Ohrringe aber dazu. So finde ich das gar nicht mal so schlecht. Okay, dann, ups, würde ich hier nochmal die Accessoires wechseln, beziehungsweise die Armbänder. Jetzt habe ich das Falsche angeklickt. Hier, Armbänder einmal ab. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen was Peppiges. Ah ja, siehst du, da ist ein bisschen Rot drin, das ist ganz schön. Oh, ja, das gefällt dir auch. Sehr gut. Natürlich wäre so ein Armreif hier auch noch ganz schön. Vielleicht einfach in Rot. Kann man machen. Es ist halt mal was total anderes. Okay, Kimberly. Du musst auch geändert werden. Das Alltagsoutfit für heute. Sag mal, hat sie auch ein bisschen zugenommen? Bin mir nicht so sicher. Da würde ich nochmal bei den langen Kleidern gucken. Weil sie hat so eine richtig schöne frauliche Figur, dass man das auch ganz gut machen kann. Da passen die langen Kleider ganz gut. Ich würde vielleicht sogar tatsächlich dieses hier nehmen. Das sieht echt eigentlich an ihr ziemlich gut aus. Und dann nehmen wir nochmal so schöne Schuhe dazu. Ja, ja, finde ich gut. Ich würde aber vielleicht auch mal dafür heute mal eine andere Frisur benutzen. Sie hat ja eh schon schwarze Haare. Das hatte sie auch schon mal. Was passt zu dir? Oh, das ist ganz schön. Das sieht nicht so schön aus. Ein Wuschelkopf. Oh, gucke mal. Das sieht auch gut aus bei ihr. Wir nehmen mal diese Haarfarbe in komplett schwarz, weil das echt richtig gut dazu passt. Okay, die Accessoires noch einmal. Accessoires, wie ich das immer sage, ne? Ich weiß, schlimm.
So, die Armbänder, das muss nämlich erstmal weg. Das passt so gar nicht dazu. Und dann nehmen wir das, weil das sehr gut dazu passt. Und die andere Seite nehmen wir irgend sowas genau. So, Zweier? Zwei sind zu viel. Dann reicht eins. Oh, das Outfit gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Okay, und die Alicia ist die letzte für heute. Bei Alicia steht ja irgendwie alles. Würde ich nochmal gucken, ob es hier vielleicht irgendein tolles Top für sie gibt. Hm, was nehmen wir denn da? Ich mag halt... Aber das haben wir schon so oft gehabt, das Top. Das ist auch ganz schön. Und dann vielleicht mit einer Rock dazu. Hose, Röcke. Irgendwie einen passenden... Ha! Das sieht doch auch sehr, sehr gut aus. Ich sag ja, ihr steht irgendwie alles. Komplett. So, dann nehmen wir noch ein paar Stiefel dazu. Da würde ich dann auch tatsächlich so eine weißen nehmen. Wie sehen denn die insgesamt aus? Ah, geht so, ne? Vielleicht passen bei ihr doch hochhackige Schuhe ein bisschen besser. Und dann auch in weiß. Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, ich bin so neidisch auf sie, weil ihr so alles steht irgendwie. Okay, aber die Haare müssen wir auch einmal bei ihr ändern. Das muss sein. Das sieht brav aus irgendwie. Weiß? Na, weiß passt natürlich nicht. Auch mal in dunkel. Ja, geht so, ne? Dunkel ist irgendwie nicht so das Wahre bei ihr. Ich finde, sie kann durchaus mal blond werden. So ist ja nur ein bisschen heller, ne? Es war ja vorher schon relativ hell. Was hatte ich da? Die? Irgendeine von denen hatte ich, oder? Das sieht halt sehr, sehr gut aus. Das ist immer noch Alicia, muss man sagen. Das passt gut zu ihr. Bei dem Make-up können wir allerdings nochmal schauen. Sie hat halt nicht so doll Make-up. Aber oh, das reicht sogar schon. Das finde ich sogar sehr gut. So. Make-up. Achso, hier Lippen. Die Lippen könnten wir vielleicht mal ein bisschen... Ja, es passt. Also, das ist echt unglaublich, dass ihr so gut wie alles steht, ne? Sie hat das echt gut. Ja, gefällt mir gut. Würde ich es übernehmen? Josh braucht nicht geändert werden. Der ist nur der Fotograf. Ja, sehr schön. Damit haben wir das Umstyling beendet. Und dann würde ich sagen, beginnen wir heute mit dem Fotoshooting. Ich bin da ganz gespannt, ob die Mädels sich ein bisschen von den Posen was anderes ausdenken oder ob es so bleibt, wie es bisher war. Ja, Frisuren haben sie schon alle an. Das ist sehr gut. So, dann bitte einmal umziehen. So, Outfit ändern. Zack. Wo haben wir Outfit ändern? Zack. Outfit auch bitte ändern. Oh, die passt zu ihr sogar sehr gut irgendwie, die Frisur. Outfit ändern, so. Und dann haben wir noch... Ach, die geht duschen. Geht sie jetzt duschen? Ich glaub's ja nicht. Okay. Oh, habe ich jetzt irgendwas? Nee, alles gut. Dann lassen wir sie erstmal baden und fangen mit den anderen an. Sie kommt sowieso zum Schluss, von daher. So, Josh, ab an die Arbeit. Ach, Josh, du musst dich einmal anziehen, bitte. Bitte einmal professionell kleiden. Und dann geht's los mit den Fotos im neu dekorierten Zimmer. So, Foto machen von Alicia. Beginnen wir einmal. So, los geht's. Was, ich weiß nicht warum, aber sie sieht echt richtig toll aus. Ja, nicht ganz so viel zoomen. Die Pose sieht auch irgendwie ziemlich cool aus. Ist halt mal was anderes, diese Pose. So, einmal ganz drauf. Ja, irgendwie finde ich das ziemlich cool. Wobei der schwarze Hintergrund vielleicht sogar ein bisschen zu schwarz ist, aber es hat auf jeden Fall was. Finde ich gut. Moment, ich muss sie einmal kurz anschauen. Wow. Kamera, bitte einmal normal bleiben.
finde ich echt gut. Also ich bin von dem Outfit super, super begeistert tatsächlich. Okay, alles klar. Weiter geht es mit der nächsten. Oh, sie kann natürlich richtig gut posen. Krass. Ja, jetzt sieht man ihr hier so ein bisschen das an, dass sie älter geworden ist. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt bei ihr überhaupt nicht schlimm, weil irgendwie passt das zu ihr richtig gut. Das sind ja mal mega Posen von ihr. Schön. Ja, ihr gefällt's auch. Das ist ja super. So, dann geht's weiter mit der Kimberly. Wo haben wir denn die Kimberly? Da haben wir die Kimberly. Ja, auch eine sehr schöne Pose. Also die Mädels haben doch ein bisschen was dazugelernt, ne? Auf jeden Fall. Also die sieht auch wirklich gut aus, die Pose. Ich bin begeistert. Und wie gesagt, das Outfit und die Haare stehen der Kimberly echt richtig, richtig gut. So, machen wir hier nochmal. Oh, vielleicht kann man ja hier nochmal einen Filter mit einbauen. Wie gesagt, ich finde die Filter hier bei den Sims nicht so berauschend. So. Perfekt. Richtig gut geworden. Ja, sie findet das auch. Super, super. Okay, weiter geht's mit der Ellie. Huh, auch wieder eine neue Pose. Das sieht so ein bisschen Anime-mäßig aus, ne? Irgendwie auch ganz cool. Aber wie ihr es ja vielleicht schon wisst, die Ellie fliegt heute raus. Und damit sind das die letzten Bilder von Ellie, obwohl sie mir sehr ans Herz gewachsen ist, muss ich sagen. Ich finde ihre Entwicklung bisher am besten. Die Posen sind jetzt hier auch irgendwie am coolsten. Und das ganze Outfit finde ich super, weil mich das halt wirklich sehr an Anime erinnert. Und das gefällt mir sehr. Aber leider sind das die letzten Bilder dieses Mal von der Ellie. So, sie ist auch schon umgezogen. Das ist sehr gut. Dann kann ich gleich die letzte rufen. Und, nee, das ist die Phoebe. Und das letzte Bild heute von der Phoebe. Ja, bei ihr ist es noch nicht ganz so ausgereift, ne? Muss man ja schon sagen. Die anderen haben ein bisschen coolere Posen gemacht. Das Outfit gefällt mir persönlich auch sehr gut. Außer, dass es bauchfrei ist, würde ich es wahrscheinlich auch im Real Life so anziehen. Aber die Pose war von den anderen Mädels einfach ein bisschen besser. So, sehr schön. Damit haben wir es für heute erst einmal geschafft. Die Ellie mit ihrem neuen Outfit. Wir fangen jetzt nochmal die letzten Bilder von unserer Ellie ein. Denn zu Ellie müssen wir auf Wiedersehen sagen. Es war schön mit ihr auf jeden Fall. Sie hat sich wirklich gemausert irgendwie. Und bei ihr kann man tatsächlich gemausert sagen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen mit ihr. Die Outfits sind super. Jetzt besonders das letzte gefällt mir sehr gut. Und damit sehen wir uns aber in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.